So, und dann möchte ich nochmal zu diesem Video willkommen heißen und ein zweites kurz heute hinterher machen zu einem anderen Thema, viel erbaulicher, viel erfreulicher für mich und für mich halt eben auch so ein Zeichen dafür, dass eben wohl doch nicht alle den Krieg wollen und daran interessiert sind, aus diesem ganzen Gedöns rauszukommen. Und ich freue mich, dass mein neues Buch so gut bei euch ankommt, dass ich da bisher nur positives Feedback zu bekomme. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich offensichtlich erfolgreich vermitteln konnte, was ich vermitteln wollte und dieses Tool in die Hand geben. Ich freue mich viel mehr noch drauf, von euch auch dann jetzt so in absehbarer Zeit, in ein paar Wochen, dann auch nochmal Feedback zu bekommen. Es freut mich, dass es euch Spaß macht und dass ihr es lustig findet. Und ja, danke an dieser Stelle zum Beispiel auch vor allen Dingen an die Iris, die sogar auf ihrem BitChute-Kanal, glaube ich, oder Odyssey, war es Odyssey, glaube ich, sogar ein Video darüber gemacht hat. Und ja, das freut mich einfach unheimlich. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr es weiter bewerbt. Aber vor allen Dingen freue ich mich darüber, dass ihr es anwendet. Und ihr werdet euch da noch viel mehr darüber freuen, weil ihr habt da tatsächlich viel, viel mehr von als ich. Es wird euer Leben verändern. Und weil ich das quasi schon mal gemacht habe, nämlich das Buch vorstellen, möchte ich an dieser Stelle einfach, um das einfach mal zusammen in einem Video zu haben, jetzt gleich einfach einen Hardcut machen und den Teil aus einem meiner letzten Videos einfach hinten dran hängen, der das Buch beschreibt. Für all die, die noch nicht wissen, worum es geht und es auch gerne wüssten. Ja, wie kommt man da raus? Wie kann man es schaffen, möglichst seinen Kopf selbstgesteuert zu benutzen? Habe ich gerade mal wieder ein Buch drüber veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass das bisher so gut ankommt und dass die meisten, die reingucken, sehr schnell begreifen, was das genau ist, was ich da zusammengeschrieben habe. Und ich bilde mir da nichts drauf ein. Das ist einfach eine super geniale Idee, aber die stammt nicht einfach von mir. Die kam auf einmal aus dem Äther und dann habe ich den Faden wieder gegriffen und habe halt dann gedownloadet, was kam und habe dieses Buch am Ende dabei in der Hand gehabt. Finde dich selbst in 14 Tagen, heißt es. Und ist im Prinzip ein Experiment oder eine Anleitung zu einem Experiment, in dem es darum geht, die Macht der Wiederholung in Bezug auf unsere Glaubenssätze, das, was jeden Tag unser Leben beeinflusst, die Kontrolle da wieder drüber zu bekommen und das wieder gezielt zu lernen einzusetzen und sich dabei dann auch noch daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Und das finde ich halt auch einfach affengeil, dass das gerade so gut bei euch ankommt, dass ihr da merke ich einfach, okay, ich bin vielleicht meiner Zeit einfach Jahre voraus, aber jetzt ist die Zeit da, wo auch ihr langsam checkt und nicht nur im Kopf, sondern im Herz begreift, dass wir nicht diese fleischliche Hülle sind, dass die Erde nicht die Materie um uns herum ist. Dass wir nicht darin herumlaufen, sondern dass wir Bewusstsein sind, dass all das um sich herum projiziert. Wir werden dann auch irgendwann Fragen nach der Form der Erde obsolet. Weil in einer virtuellen Realität, in der wir tatsächlich offensichtlich leben, wenn man sich das lang genug anguckt, dann bin ich offensichtlich nicht der Einzige, der dann...
Ja, es ist nicht alles materiell. Herzlichen Glückwunsch. Und unser Körper auch nicht. Und wir sind das nicht, weil wir Energie sind, weil wir Bewusstsein sind, weil wir was ganz anderes sind. Und dieses Buch hilft einfach sehr dabei, durch die Anwendung von Repetitio. Ne, ey, wer das, da, guckt euch bitte so etliche der neueren Vorträge von Daniele Ganser an, weil er das da in seinen Vorträgen super cool nicht nur erklärt, sondern auch direkt anwendet. Wiederholungen. Dass er immer wieder auf einen bestimmten Punkt kommt. Ey, dann, wenn du es 5-mal gehört hast, dann ist es definitiv mehr da oben drin, als wenn du es 1-mal gehört hast. Und jetzt nimm dir etwas ganz Bestimmtes, von dem du weißt, dass es Sinn macht, davon überzeugt zu sein, weil dir selber das hilft. Und dann lad's in ein gedankliches Maschinengewehr. Ich bin nicht mein physischer Körper. 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 I'm not my physical body. Ich bin nicht mein physischer Körper. 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 Macht das mit dem Glaubenssatz, den ihr in Stein meißeln wollt, weil ihr kapiert habt, wenn ich die Welt so sehe, dann geht es mir automatisch besser. Macht das am Morgen. Zieht das einfach so lang durch. Ich habe es jetzt gerade einfach unterbrochen. Ich kann sowas locker eine Viertelstunde bis halbe Stunde machen. Problemlos. Und das Geile ist, wenn ich das am Morgen mache, oder nur am Aufstehen, wann immer der Morgen ist, also für den Zeitraum, den ich meinen Tag nenne. Es ist, ich lebe in einer anderen Zeit als ihr. Und ich habe auch eine andere Zeitrechnung. Anderes Thema. Wenn ihr mit sowas euren Tag beginnt, dann wird das den ganzen Tag nachhallen. Und ihr werdet, wenn ihr euch einfach nur darauf konzentriert, innerhalb eines Tages einen so immensen Unterschied in eurer eigenen Wahrnehmung herstellen können, dass euch Hören und Sehen vergehen kann. Tatsächlich. Aber habt da keine Angst vor, das ist gut. So. Und dieses Buch lädt dazu ein, dieses nicht nur einen Tag mit einem zu machen, sondern gleich 14 Tage am Stück durchzuexerzieren mit verschiedenen Glaubenssätzen und danach der Möglichkeit, eure eigene Ankettung, all dessen, was ihr denken wollt. Weil das ist das Schöne. In Wahrheit gibt es keine Wahrheit, die allgemeingültig wäre in Bezug auf, wie wir wahrnehmen. Ne? Und ich kann nochmal wieder nur drauf rumreiten, Wahrnehmung hat
unheimlich viel mit Wahrgebung zu tun. Und deswegen ist das auch ein Unterschied, ob ich sowas einfach nur im Kopf mache. Es funktioniert im Kopf, tut es auch. Wenn du es ein bisschen geübt hast, kannst du das auch im Kopf. Aber es ist immer, 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 egal wie geübt du bist, auch ist es ein Booster, es laut auszusprechen. Sich vielleicht vor einen Spiegel zu stellen oder vor eine Kamera zu setzen. Und noch ein Booster ist es tatsächlich, es vor anderen Leuten auch noch auszusprechen, weil die bekommen es dann auch noch mit. Und sobald die die Idee aufgreifen und mit das auch machen, kommt Energie zurück. Und zwar gleiche Energie. Ne? Energie zieht Energie. Ja. Probiert es einfach selber aus. Dazu müsst ihr das Buch nicht unbedingt kaufen. Ne? Das gibt es bei mir wie immer auch als kostenlose PDF auf der www.list2020.de. Könnt ihr es euch kostenlos runterladen. Freue mich natürlich trotzdem über jeden, der es dann in Printform bestellt, weil da halt eben tatsächlich auch ein guter Teil von in meiner Tasche landet. Und muss auch immer noch von so ein paar Sachen leben, die Geld kosten. Ja, schaut es euch einfach mal an. Ich habe leider noch kein Exemplar hier, weil es erst vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Aber ich finde halt eben trotzdem toll, wie viel Resonanz ich schon darauf bekomme. Übrigens mit einem Vorwort von Joe Conrad. Auch an dieser Stelle danke und liebe Grüße. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Ich werde mit Sicherheit darüber demnächst auch noch mehr Videos machen. Vor allen Dingen dann, wenn ich wirklich auch Reaktionen und auch Schilderungen von euch habe, auf die ich zurückgreifen kann, um einfach mal so ein bisschen auch um das Drumherum, um dieses Buch und die Wirkung dieses Buches, weil das Buch ist eigentlich nur ein Werkzeug. Es dient nicht der Unterhaltung. Ja, und ja, schaut es euch einfach mal an. Wenn es nichts für euch ist, gibt es jemand anderen. Ich weiß, dass ein Haufen Leute da was mit anfangen können wird. Und bekomme auch entsprechend das schon wieder gezeigt. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Vor allen Dingen, weil das nicht für mich einfach nur eine Bestätigung ist, sondern weil ich Bestätigung darin finde, dass ich die ganzen Jahre richtig gelegen habe, dass da irgendwann auch andere Menschen drauf kommen, weil es so offensichtlich alles ist, weil es vor unseren Nasen liegt. Und sobald wir uns irgendwie mal aus dieser Medienshow und diesem ganzen Blödsinn rausholen, haben wir auf einmal Raum für was anderes in uns und in unseren Köpfen und in unserer Wahrnehmung. Da können wir die auf einmal mit anderen Dingen füllen. Und dieses Buch ist einfach ein guter Einstieg dafür, um das einfach zu erleichtern und das alles so ein bisschen kontrollierter auch machen zu können. Und es ist halt tatsächlich auch eine Sache, die sehr mit Spaß verbunden sein kann. Ne? Weil es ist der Fried mit im Spiel, so, ne? Den wir hier einfach jetzt auch nochmal, das ist untereinander eh schon lange unser Gruß. Ich kenne viele Leute, die mich mittlerweile so grüßen, weil sie genau wissen, was es ist. Ich weiß von einer Jugendeinrichtung, in der der Friedensfinger installiert worden ist und entsprechend sinnvoll eingesetzt wird und ein gutes Werkzeug geworden ist. Finde ich toll. Liebe Grüße an diese Stelle. Ich sage gerade keinen Namen, weil ich weiß, ne, du weißt, wen ich meine. Und ich weiß, dass du dieses Video guckst. So, und ja, viel mehr bleibt mir dann jetzt auch gerade nicht zu sagen. Wir sind bei 24 Minuten, leck mich die Bretter. Ja, war aber auch, ne, muss ja nicht immer Shorties machen. Ne? So, und solange hier, ich freue mich, dass wir, und bevor das jetzt von alleine ausgeht, tschüss mit F, bam, freue mich, dass ich hier mal gerade wieder eine halbe Stunde Video machen konnte. Cool, damn.